Herzlich willkommen bei C-Wave Europe auf der IFA. Heute der erste Messetag und wir haben schon den ersten Produktrelease. Die Firma Pop hat heute ein neues Gerät vorgestellt und zwar das Pop Keypad. Dieses Keypad ist für den Indoor- und für den Outdoor-Bereich geeignet. Das bedeutet, ich kann das Gerät entweder innen in meinem Zuhause anbringen oder außen an der Wand in Nähe der Haustür. Was kann ich mit diesem Keypad realisieren? Das Praktische ist, das Keypad ist komplett batteriebetrieben und kann somit ganz einfach nachgerüstet werden und für Zutrittskontrollen verwendet werden. Das Keypad, wenn ich das Keypad meinem Gateway anmelde, wird als sogenannter Szenencontroller angezeigt und kann somit verschiedene Szenen auslösen. Was bedeutet das, verschiedene Szenen? Zum Beispiel der Benutzer mit der ID 1 bekommt eine andere Szene zugewiesen als der Benutzer mit der ID 2. Wenn das Kind nach Hause kommt, dann gehen gewisse Lichter an, dann geht zum Beispiel schon eine gewisse Musik für das Kind an. Und bei ID 1, das ist, wenn die Frau nach Hause kommt, da geht dann schon zum Beispiel die Kaffeemaschine an oder ein anderes Gerät. Also ich kann verschiedene IDs der verschiedenen Nutzer mit verschiedenen Szenen verbinden. Genauso bietet es mir den Vorteil, dass jede ID mir eine andere Nachricht nach Hause, von zu Hause aus schicken kann. Also wenn das Kind nach Hause bekommt, dann wissen die Eltern sofort, dass das Kind sicher von der Schule nach Hause gekommen ist und müssen sich keine Gedanken mehr machen. Genauso kann der Mann darüber informiert werden, wenn die Frau nach Hause kommt und sofort kann das Fernsehprogramm von Fußball auf was anderes gewechselt werden. Also ein sehr praktisches Gerät, da es bis zu 20 verschiedene IDs vergeben werden können. Also können 20 verschiedene Nutzer hier angelegt werden und jeder einzelne hat einen anderen Code. Die Codes können 4 bis 10 Stellen besitzen und können auch über das Gateway definiert werden. Das bedeutet, jeder hat seinen eigenen Code und dieser kann auch zum Beispiel für eine bestimmte Zeit verwendet werden. Also wenn man seine Wohnung über Airbnb vermietet oder man hat Ferienwohnungen, dann kann man diese Ferienwohnungen mit einem Einmalcode versehen. Also der Benutzer, der dann sich dort eingemietet hat, bekommt einen Code, der nach ein paar Tagen wieder verfällt und dann kann er die Wohnung nicht mehr betreten. Das Keypad kann zusätzlich dazu auch im Standalone-Modus verwendet werden. Das bedeutet, das Keypad kann mit einem elektronischen Türöffner verbunden werden und dann kann ich über einen Code den Türöffner öffnen. Das würde dann wie folgt aussehen. Ich gebe den Code ein, bestätige mit einer Sterntaste und dann kann ich die Tür öffnen. Außerdem besitzt das Keypad eine Klingeltaste und diese Klingeltaste kann verwendet werden, um zum Beispiel zu Hause die Soundanlage angehen zu lassen, wenn jemand klingelt, oder das Licht blinken lassen. Oder in dem Fall haben wir hier eine Vision-Sirene auslösen lassen. Also man hat mit diesem Keypad viele Möglichkeiten, um zu Hause Zutrittskontrollen zu realisieren und auch Szenen über diese IDs zu starten.